Für uns aber als kleine Klangschaft oder als Klanghalbschale ist es wichtig, dass der Abend unseres Konzertes eine gut gedüngte Ackerfurche sei, eine fruchtbare Scholle Humus, auf der der zarte, schmale Keim eines Beziehungssprosses kalben kann. Ja. Denn wann, wenn nicht heute, soll man sich kennenlernen? Na, es ist optimal, es ist nämlich jemand da, den man kennenlernen kann. Das wird oft unterschätzt. Ne, viele sitzen allein zu Hause rum in Apolda, wundern sich, warum sie niemanden kennenlernen. Ne, weil es dort eben an Probanden mangelt. Und hier aber kann man sich aus der großen Menge jemanden heraussuchen. Man kann auf das obskure Objekt der Begierde zusteuern und man kann sagen, du, vernimm meine Balz. Sei nun mein Gespiel alsbald, du Tulpe von Erfurt. So würde ich es machen. Ja. Aber da... Ja. An dieser etwas verklemmten, verhaltenen Reaktion merkt man schon, das ist nicht so leicht. Man muss den anderen ja erstmal davon überzeugen, dass der andere der geeignete Partner sei, der dann beim Höhepunkt assistieren darf. Und da ist ja nun der Deutsche nicht unbedingt bekannt als der großartige Liebhaber. Ganz klar, und der Thüringer gleich gar nicht. Mit Vollbart und Zipfelmütze.